Alter, was geht ab, Leute, hier am Bordeaux-Platz nach was weiß ich wie vielen Jahren. Ein Kollege hat einen Glückstausch offen mit mir. Ich blende euch mal hier ein, was er alles im Angebot hatte. Ich habe mich entschieden für, schreibt das mal unten in die Kommentare, was ihr genommen hättet. Also ich habe genommen Absol. Zur Auswahl standen jetzt, was mich interessiert hatte, Europe. Oh, was war das noch? Europe. Driftlawn. Und noch irgendwas. Ich dachte mir jetzt, am Freitag fängt so ein Wasserevent an. Ich denke, Europe wird da ein bisschen häufiger. Demnächst ist Oktober, Halloween. Driftlawn hatte ich dann, ja, dachte ich mir auch nicht so. Und Absol Rates machen nicht mehr so viele Leute. Ja, es gibt den in Eiern, aber dachte mir, Absol ist schon das Seltenste, was ich mir da ergattern kann. Deswegen tauschen wir jetzt Shiny Absol. Shiny Lucky Absol natürlich. Ja. Genau deswegen habe ich mir gestern Nidoran Lucky geholt, weil ich jetzt einen Nidoran hertausche. Falls nicht, checkt das Video von gestern ab, falls ihr das nicht gesehen habt. So. Ich habe nicht hingeschaut. Absol, was brauche ich da? 13, 14? Ja, 10, 62, warte. Nehmen wir einen Shiny. Was? Nehmen wir einen Rayquaza mit. Hoffentlich Shiny. Oder hoffentlich 100. Es ist auf jeden Fall kein 100er schon mal. Ich kann übrigens für die nächsten paar Tage nur. Was heißt kann? Aber will nur den freien Tagespass nutzen, denn gestern bei Suicune habe ich alle meine Pässe aufgebraucht. Und seitdem habe ich keine neuen gekauft. Oh, schade. Und das Pokémon übrigens, was vorhin noch zur Auswahl stand, war. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Schnäppke. Ich dachte mir, ja, okay, wir haben bald wieder Winter. Schnäppke kriege ich auch so schon. Also, ja. Deswegen, Absol habe ich mir genommen. Schreibt in den Kommentaren, wie gesagt, was hättet ihr genommen? Hättet ihr auch Absol genommen? Mein Shiny Glück geht weiter, Leute. Shiny Radfratz. Den hatte ich sogar noch nicht. Checkt das Video von gestern ab, Raid Day. Ich habe, bevor der Raid angefangen hat, Shiny Kapador bekommen, Shiny Andivir unterwegs, Shiny Sichtlo geklickert. Davor, die Tage davor auch, das vorletzte Video. Also momentan mit den Shinies geht es echt krass ab. Seht ihr das, Leute? Trassler aus dem 10-Ei. Das ist echt leidend. Update. 5,35 Millionen, also 350.000 heute gemacht. Ein bisschen zäh heute. Also für die Millionen müsste ich noch dreimal so lang spielen. Wie lange bin ich schon unterwegs? 3 Stunden? Ja, doch, ja. Kommt schon hin, sowas. Also da muss man schon für die Millionen so 10 Stunden am Tag investieren. Was ich leider nicht mehr kann. Und aber auch nicht mehr will. Schon lange nicht mehr. So viel zocke ich schon lange nicht mehr. Aber wir machen trotzdem mal noch ein bisschen auf jeden Fall. Schauen wir mal, wie viel noch geht. Okay, Leute, wir sind wieder zurück. Es ist gestern nicht allzu viel passiert. Die Müdigkeit setzt auf jeden Fall ein. Shiny Radfratz. Normal nicht Alola. Das war natürlich das Highlight, Alter. Darüber habe ich mich natürlich richtig krass gefreut. Ja, Schütteltrick. Darüber reden wir jetzt. Weil so viele Leute haben jetzt gefragt, was meinst du eigentlich mit dem Schütteln? Ich habe eigentlich ein Video dazu gemacht. Ist schon sehr, sehr lange her. Damals war es halt relativ neu, wo es herausgefunden wurde. Ihr kennt ja Adventure Sync. Das heißt, auch wenn das Spiel nicht an ist, Kilometer, die ihr geht oder macht, werden angerechnet, wenn ihr zurück ins Spiel kommt und dann habt ihr Eier gebrütet zum Beispiel. Oder Kilometer dazu gewonnen, was weiß ich. Buddy Bonbons gemacht oder sowas. Und mit dem Schütteln meine ich einfach Handy schütteln. Meistens so irgendwie. Keine Ahnung. Jeder hat seine eigene Taktik, Technik. Es gibt so einen YouTuber, der hat verschiedene Techniken, FLW-Videos ausprobiert und irgendwie ist die effektivste, das Handy in eine Socke zu stecken und dann die Socke so zu schütteln. Also müsst ihr selber ausprobieren, aber durch dieses Adventure Sync werden die Kilometer eben gezählt. Normalerweise mache ich das nicht, weil ich brüte eigentlich nie und für dieses eine Ei extra, was weiß ich, da 2 am Abend, vielleicht 2 in der Früh, so 4 extra Eier zu brüten, sozusagen, nur, Moment, mach mal das Fenster zu. So unnötig, dass es genau jetzt kommt, während ich das Video drehe. Für die extra Eier, weil ich benutze nur den unendlichen dann.
diesen Aufwand zu betreiben, lohnt sich meiner Meinung nach nicht, mache ich halt nie. Vielleicht, wenn ich durchgehend 9 Eier brüten würde, würde es sich vielleicht rentieren. Also wer dauernd casht und da ständig seine Eier brütet, der wird wahrscheinlich auch zu Hause schütteln und da nochmal ein paar extra Kilometer und ein paar extra Eier brüten. Da haben mir jetzt auch viele diese Schaufel vorgeschlagen. Habe ich auch schon ein paar Ebay-Videos gesehen und präsentiert. Kannst du reinlegen und die schaufelt dann hin und her und dann schüttelt sich das Handy sozusagen. Automatisch, das ist so wie ein Pendulum. Hin und her geht das einfach. Aber wie gesagt, ich brüte eigentlich nie und ich versuche meine Kilometer immer noch auf ehrliche Weise zu machen. Jetzt wegen dem Staubbonus ist das eigentlich echt so eine Ausnahme, wo ich halt mir den extra Staub 4,5-fach einfach gönnen will. Mach die Geschenke auf. Sind ja momentan alles 2 Eier. Sprich, mit dem Superinkubator sind das 1,3 oder irgendwie sowas. Sprich, schüttel 1,3. Öffne die ganze Ladung. Hol mir dann nochmal die ganzen Geschenke. Und meistens reicht es eh nur noch für eine zweite Ladung. Mach nochmal die zweite Ladung durch mit Schütteln und dann war es das eigentlich auch. Also nur ein paar extra Kilometer erschummelt sozusagen. Ja, und das war der Schütteltrick. Einfach Handy schütteln. Klar könnte man das theoretisch selbst mit den Unendlichen einfach den ganzen Tag machen, aber wer das mal macht, der weiß schon, irgendwie ist es schon nervig. Vor allem ich bin Rechtshänder und ich schüttel dann auch mit rechts, aber mit rechts muss ich ja noch die ganzen anderen Sachen machen und mit links schütteln. Kann man eine Weile machen, aber fühlt sich dann irgendwie irgendwann komisch an. Wie gesagt, man kann sich auch extra diesen Stuhl kaufen, aber rentieren tut sich das wirklich nicht für 2, 3, 4, 5 extra Eier. Nicht mein Ding, muss jetzt nicht unbedingt sein. Das ist so ein Luxus, den man eigentlich nicht braucht. Das ist so wie irgendein Küchengerät, das man einmal im Jahr verwendet oder so. Staubbonus ist, glaube ich, so zweimal im Jahr oder sowas. Einmal jetzt immer so Mitte des Jahres zum Jubiläum mit diesen ganzen Go-Festen. Und dann einmal zum Extravaganza, das ist, glaube ich, auch meistens nochmal so mit Staubbonus fürs Brüten. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Tag Nummer 5. Wir haben noch 2 Tage vor uns. Ich bin bei 5,7, 5,8, 5,9, irgendwie sowas. Sprich, ja keine Ahnung, 2 Tage haben wir noch, Montag und Dienstag. Nicht ganz 2 volle Tage, weil offensichtlich Werktage arbeiten. Und am Dienstag hört es auch schon wieder auf um 22 Uhr. Wir sind 21 Uhr morgen live. Die letzte Stunde des Stop-Events nutzen. Wahrscheinlich nicht draußen, aber einfach drin. Rauch zünden, Melterbox zünden, Modul zünden und dann nochmal die ganzen Quest-Stapel abholen. Also alles, das geht nochmal in der letzten Stunde. Und heute endet auch das Geschenke-Event. Darüber mache ich noch ein Video, also schaut später auch nochmal vorbei. Aber das war's von mir, Leute. Euch noch viel Glück, viel Erfolg. Nutzt die letzten Stunden, Tage des Staubbonus noch aus. Hoffentlich können wir eine Menge Staub machen. Heute kein Max on Monday. Dafür nächste Woche richtig krasser Max on Monday. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.